Wir sind jetzt Imbissbetreiber, liebe Freunde, wie ihr im letzten Video schon erfahren habt. Und in diesem Video wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen und ein bisschen was erzählen über die bürokratischen Hürden, wie viel Geld man investieren muss, um so einen Laden hier in Betrieb zu nehmen, und natürlich auch euch live mitnehmen hier, live und in Farbe, was wir hier alles baulich verändern müssen, denn das Ganze ist ein bisschen in die Jahre gekommen hier. Ja, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir räumen hier ein bisschen aus, räumen ein bisschen was Neues ein. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir daraus machen, weil jetzt ist es halt ein Imbiss, ein typischer Imbiss. Aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen anders gestalten. Wie ihr hier seht, haben wir ordentlich viele Sitzplätze, die wir so wahrscheinlich nicht benötigen werden. Das heißt, da wird einiges rauskommen. Die Wände werden gestrichen, diese hässlichen Gardinen kommen natürlich weg. Aber als erstes werden wir hier erstmal putzen fahren. Und entrümpeln, weil hier noch ein bisschen was drin ist, was nicht hier rein soll und nicht hier rein gehört. Das heißt, putzen und entrümpeln, und dann sieht das Ganze schon mal ganz anders aus. Oh Mann, das sieht aber nach einiger Arbeit aus. Einen Imbiss aufmachen in der heutigen Zeit? Da haben sich die zwei jungen Unternehmer wohl nicht nach den aktuellen Strom- und Gaspreisen erkundigt. Ob das gut überlegt ist? Ja Leute, was braucht man alles, um einen Imbiss zu eröffnen? Zuerst mal brauchen wir einen Standort und ein dazu passendes Konzept. Der Standort war jetzt in unserem Fall hier vorbestimmt, weil der ehemalige Betreiber ist hier quasi direkt an unserer bisherigen Firma schon dran, zu uns gekommen ist und gesagt hat, du, ich habe keinen Bock mehr. Wollt ihr das nicht machen? Insofern ist der Standort fix. Wir sind hier mitten im Industriegebiet. Hier sind viele Leute, die hier arbeiten, die mittags auch den Bedarf haben, was zu essen. Also es ist schon mal potenzielle Kundschaft da, die wir erobern können. Zusätzlich ist hier bei Feierabend und am Wochenende ein enormes Potenzial an freien Parkplätzen. Wir haben eine Autokommission auf YouTube, und natürlich hoffe ich mir dadurch auch hier so ein bisschen Zulauf. Da habe ich auch ehrlich gesagt nicht Bock drauf, einfach hier so zu stehen, den Leuten ihre Currywurst zu servieren. Ich stehe da auch selber an der Fritteuse. Ich habe da Bock drauf. Apropos Currywurst, das ist nämlich auch unsere Geschäftsidee. Wir möchten, oder die Grundidee war einfach nur, ein schmales Sortiment anzubieten, dafür aber einer hohen Qualität. Also wir möchten, dass die Leute hier wirklich ein Geschmackserlebnis haben, dass sie rausgehen und sagen, jo, richtig geil, hier komme ich öfter her, auch mal einen weiteren Fahrtweg aufnehmen, nur halt für das Essen. Die beste Currywurst im Norden oder so. Irgendein Schauspruch muss man noch ausdenken für die Scheibe vorne. Da haben wir schon mal die Idee und den Standort. Ich versuche das hier alles so ein bisschen durchzurauschen, weil das gerade schon der zweite Part ist und das sonst. Also du kannst hier über jedes Thema halt ewig sprechen. Ne? Mitarbeiter brauchst du, dann haben wir. So, sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht, ganz ehrlich gesagt. Also es macht keinen Sinn, irgendwie jemand Fremdes und... Nicht als Hauptmitarbeiter, der das alles mit vorantreibt. Ne? Da. Also man braucht schon wirklich jemanden, der mit Herzblut und Feuer bei der Sache ist. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass wir ihn hier haben. Gesellschaftsform, darüber könnte man ein eigenes Video machen. Wer jetzt wie, warum, welche Gesellschaftsform nimmt. Wir haben uns hier für eine UG entschieden. Einfach damit das Ganze als geschlossenes Geschäft dasteht. Und mit mir persönlich in dem Sinne jetzt nicht so stark verbunden ist und auch mit der anderen Firma nicht. Das ist, denke ich, immer die cleanste Variante. Bringt natürlich dann erhöhte Verwaltungskosten ein bisschen mit auf sich, aber hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, das sprengt einfach den Rahmen, das jetzt hier alles zu klären. Wenn man googelt, was brauche ich, um eine Imbiss zu eröffnen, oder Checklist oder so, es sind so viele Beiträge von Gründerforen und sonst was, aber irgendwie teilweise widersprüchlich und nicht so wirklich klares. Ich habe einen Beratungstermin mit der IHK gehabt, wo ich auch erstmal ein paar Anläufe brauchte, um festzustellen, welche IHK hier überhaupt für mich zuständig ist. Es gibt in Schleswig-Holstein nämlich die in Lübeck, die in Kiel und die zu Flensburg. So, das heißt, drei IHKs, ich habe bei allen drei angerufen, keiner wusste so wirklich, wer zuständig war, also generell bei jedem Amt, das ist eine Lauferei hin und her, und habe mir da eben Beratungsgespräch da geben lassen, habe mit der alten, mit der freundlichen Dame telefoniert, und die hat mir dann erklärt, wie das Ganze vonstatten geht. Und zwar ist es eigentlich ganz easy, wenn du einen Imbiss eröffnen musst, zumindest in Schleswig-Holstein, hat auch jedes Bundesland seine eigenen Gesetze natürlich, ist es ja klar. Da braucht man eigentlich nur eine, wie heißt es, Gesundheitszeugnis brauchst du vom Gesundheitsamt. Das heißt, du gehst zum Gesundheitsamt, sagst hier, ich möchte eine Gastro eröffnen oder ich möchte auch da arbeiten. Das braucht jeder, der quasi in der Zubereitung, auch jeder Kellner? Oder nur in der Küche, glaube ich. Ne? Im Bereich Lebensmittel, also der mit den Lebensmitteln direkt zu tun hat, nicht nur das Bringen, sondern beim Zubereiten und Kochen. Ja. Da brauchst du das. Also du brauchst quasi so eine Schulung, die haben wir dann online hier gemacht. Es ist eigentlich alles nur noch online. Es gibt in Hamburg irgendwo noch eine Präsenzveranstaltung einmal im Monat, aber an sich findet das alles online statt. Dann gehst du zum Gewerbeamt, da meldest du dann den Standort an mit deinem Gesundheitszeugnis, mit den neuen Daten von der Firma. Also um die UG zu gründen, brauchst du vorher natürlich auch einen Gesellschaftsvertrag, musst du zum Notar laufen, hier und da, Handelsregistereintragung, Berufsgenossenschaft. Naja, dann holst du auf jeden Fall beim Gewerbeamt den Gewerbeschein und kannst dann eigentlich schon anfangen, Lebensmittel zu verkaufen. So einfach ist es tatsächlich. Anders und schwieriger wird es,
wenn du alkoholische Getränke ausschütten möchtest. Dann brauchst du nämlich eine Gaststättenerlaubnis und um die zu erlangen wiederum, brauchst du eine Gaststättenunterrichtung, die auch im Präsenzunterricht stattfindet, also auch deutlich umfangreicher nochmal ist. Du brauchst eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt, du brauchst ein polizeiliches Führungszeugnis, du brauchst, hier musst du eine Skizze vom Laden machen und hier und da, das ist auf jeden Fall eine ganz wilde Sache. Bin ich auch dran, habe ich auch Bock. Natürlich soll hier auch das eine oder andere Bier über den Ladentresen gehen, aber das dauert halt alles noch ein bisschen. Dementsprechend fangen wir jetzt erstmal ohne Alkohol an. Boah, 5 Minuten. Ich komme hier jetzt auf das Zeitpunkt. Müssen wir da leider mal probieren. Aber gibt's das jetzt schon das machen kurz, oder? Nee, aber für oben gibt's doch diese, kann man nicht so einen Aufsatz nehmen, den man so leicht so knicken kann, weißt du? Mit dem. Jetzt hör auf! Wieso filme ich eigentlich Lars und du machst das? Ich weiß schon gar nicht mehr, was dein Job ist. Seit Amerika nicht am Filmen gewesen. Ich war die ganze Zeit irgendwie andere Sachen, alles außer Film. Aber irgendwie anders. Das ist doch dumm gemacht, Digga. Im Badezimmer versucht sich Hagen dann selbst als Handwerker. Ob das was wird? So, also ich finde das bis jetzt schon mal super. Wir versuchen halt mit einfachen Mitteln so ein bisschen neuen Wind reinzubringen. 4 von diesen Türgriffen habe ich jetzt schon gemacht. Hier seht ihr, wie gesagt, nochmal einen alten. Das ist halt hier der komplette Schullandheim-Look. Das erinnert mich an meine Klassenausflüge in der 5. Klasse im Jahr 2005. Ansonsten seht ihr, hinter mir ist halt leider noch nicht so viel passiert. Würde man jetzt zumindest denken hier im Raum vorne. Aber wie viele Tage seid ihr jetzt dabei? Woche Dienstag haben wir angefangen. Ja. Heute ist Dienstag. Also seit einer Woche sind meine Mama, die hilft auch ganz fleißig, und Pia dabei, die Küche sauber zu machen, weil das wirklich, ja, also sag mal, wenn das Gesundheitsamt gekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht gut für uns ausgegangen. Jetzt ist mittlerweile da alles mehr oder weniger blitzeblank. Und jetzt fangen wir hier vorne an, noch ein bisschen was rauszuräumen. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob die Tische jetzt alle raus sollen schon für die Eröffnung, weil jetzt zu der Eröffnung zumindest ja wahrscheinlich doch ein paar Leute kommen. Ob die dann besser stehen oder ob draußen, es hängt natürlich auch vom Wetter ab, oder ob wir die Tische doch erstmal stehen lassen. Das Wetter ist halt wichtig. Also mehr Tische eigentlich ja schon besser, aber kommt auch darauf an, was wir noch reinstellen wollen, ob es noch irgendwas gibt, wofür wir den Platz brauchen. Aber wahrscheinlich für die Eröffnung sind die Tische schon gut, dass sie noch da sind. Auf jeden Fall werde ich Lars gleich nochmal losschicken, der soll mal irgendwie so einen Klebstoffentferner holen, weil wir haben hier draußen ja noch die alte Beschriftung, die auch schon hier, wie ihr seht, ziemlich rissig ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ein Graus, die abzubekommen. Das Schild da oben müssen wir mal gucken, ob man das hier quasi abschrauben und dann rausziehen kann oder so. Gleiche halt hier hinten nochmal. Das ist auf jeden Fall auch ein paar Stunden, das alles abzukratzen, denke ich. Und dann muss ich mir halt noch jemand suchen, der plottet. Weil Zeitrahmen wird auch langsam eng. Wir wollen eigentlich Ende nächster Woche eröffnen und jetzt hier Kassensystem muss noch gemacht werden. Die Beschilderung und so weiter. Ist auf jeden Fall mehr Arbeit, als ich dachte. Und jetzt parallel bleibt natürlich alles andere auf der Strecke. Wollen wir mal schauen, ob sich das Ganze hier am Ende lohnt. Oh. Das wollen wir behalten. Wollt ihr mal lieber zur Hand gehen hier? Ja, die anderen Seite. Aber immerhin hast du das erfolgreich gelöst, das Problem, ja. Wir haben gestern versucht, mit diesen zwei verschiedenen Baumarktschabern hier die Folie von der Fensterscheibe zu entfernen, was sehr, sehr mäßig geklappt hat. Die sind immer abgerutscht und jetzt haben wir hier heute nochmal diese Dinger von Amazon bestellt. Und damit geht es jetzt ganz gut, wie ihr seht. Also ich denke mal, wir sind hier so zu dritt. Eine Stunde, oder? Zu dritt eine Stunde, dann ist das Zeug hier weg aber auch. Für die jetzt bezahlt und für die? Für die aus dem Baumarkt, ich glaube, 7 Euro und für die genauso viel. Ja. Also ziemlich das gleiche, aber die sind halt... Liga Unterschied. Also damit geht's halt, so bringt es halt sogar ein bisschen Spaß, weißt du? Ja, also... Das ist irgendwie so ein befriedigendes Gefühl, weil du halt nicht abrutschst und das auch so gefühlt ein Drittel der Kraft braucht von dem anderen. Die Klebereste, die zurückgeblieben sind, sprühen wir jetzt einfach ein und dann kann man die nach kurzem Einwirken hier richtig easy runterkratzen, ohne Rückstände. Das läuft auf jeden Fall besser als gedacht. Aber bin ich richtig froh. Guck
Guck mal hier. Wow. 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 Es kann wirklich nicht sein. Es kann wirklich nicht sein, Freunde. Das ist genau die Scheiße, mit der man sich rumschlagen muss. Ein Konto eröffnen. Sowas Simples und Banales wie ein Konto eröffnen. Ich wollte bei der Bank, mit der ich mit meinem anderen Unternehmen auch schon bin, ein Konto eröffnen. Das geht jetzt schon mal nicht mal über den Gewerbekundenberater in der Filiale, sondern du musst online dein Konto eröffnen. Das habe ich dann gemacht am letzten Montag, den 24.10. Zack, online Konto eröffnet, ging auch alles soweit ganz gut. Einen Tag später eine Mail bekommen, dass ich mich irgendwie legitimieren musste, mit so einem Typen telefoniert, hier den gemacht, Ausweis verifiziert und so weiter. Dann habe ich wieder zwei Tage nichts gehört. Keine Mail, hier ist Ihre Kontonummer, so können Sie sich anmelden, alles gut. Nein, kein Brief, Ihrem Briefkasten, nichts. Habe ich am Donnerstag angerufen. Ja, blöd, müssen wir mal gucken. Heute oder morgen meldet sich jemand nochmal telefonisch bei Ihnen und sagt Ihnen, wie es weitergeht. Zack, nichts gehört. Jetzt ist Dienstag, gestern war Feiertag. Bis heute nichts gehört. Ich rufe gerade an, hänge eine halbe Stunde in der Warteschleife, schilder mein Problem der Dame. Die sagt, ja, warten Sie mal kurz, ich muss mal eben gucken, wie lange denn normalerweise so eine Kontoeröffnung dauert. Lässt mich nochmal zwei Minuten in der Warteschleife und legt dann einfach auf. Ich brauche das Konto, um das Stammkapital einzuzahlen, um die Firma beim Handelsregister eintragen zu lassen, um Ware zu kaufen, um Miete zu zahlen. Es ist jetzt der erste. Ich muss Miete überweisen, ich muss die Mietkaution überweisen, ich muss den Abstand an Vorbesitzer überweisen und die sind alle zu blöd, mir ein Konto zu eröffnen. Das sind so genau die Sachen, die dann einfach in Deutschland ficken. Sag ich euch, wie es ist. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf das ganze Zahlenwerk ein. Was bringt so einen Laden hier, so eine Eröffnung für eine Investition mit sich? Was braucht man an Kapitalrücklage? Und wie schlüsselt sich das Ganze auf? Ich habe hier Ablöse bezahlt für die ganze Innenausstattung. Also alles, was ihr gesehen habt mit Tischen, Stühlen, Theke, Zapfanlage, Fritteusen, ganze Kücheneinrichtung, Backofen und so weiter. 5.000 Euro netto. Klar, es ist auch alles alt und so weiter. Wenn man sowas alles neu einrichten würde, dann wäre man da sicher 30, 40, 50.000 Euro, je nach Ausstattung auf jeden Fall los. Also allein der Ofen hat, glaube ich, 7.000 neu gekostet oder so. Also 5.000 Euro Ablöse, wenn man sowas findet. Kaution 3.100 Euro, das sind 2 Monatsmieten. Dann der ganze Kleinkram, den wir jetzt umgebaut haben, Türklinken und so weiter, sind ungefähr 300 Euro drin gewesen. So ein Kassensystem habe ich mir noch bestellt, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das sehr vielversprechend aussah. Mit alles online, alles digital, du kannst halt alles nachverfolgen, wie viel du wann wovon verkauft hast. Da ist ein integriertes Kassenbuch und so weiter. Das Ganze hat um die 1.000 Euro gekostet, plus Servicegebühr für ein Jahr, im Voraus auch ungefähr 1.000 Euro. Das heißt, wir sind jetzt bei der Anfangsinvestition hier ungefähr bei 10.000 und ein paar zerquetschte Euro, was halt sehr günstig ist, dadurch, dass wir quasi eigentlich einen fertigen Laden für 5.000 Euro netto übernehmen konnten. Was man da natürlich noch dazu rechnen muss, sind die laufenden Kosten. Wir sind jetzt erstmal hier einen halben Monat noch dabei gewesen, das alles fertig zu machen. Dann kann man nicht davon rechnen, dass der Laden halt direkt am Anfang super tutti frutti läuft und dementsprechend muss man immer halt Rücklagen haben für Miete und auch Personalkosten. Also Miete 1.550, wobei da wahrscheinlich auch noch ein paar Nebenkosten dazukommen. Also sagen wir mal 1,7. Personal 3,5. Wenn man eine Vollzeitkraft rechnet, eine 450-Euro-Kraft. Strom ist ein wildes Thema, weil die ganzen Elektrogeräte in der Küche halt auf Strom laufen. Da habe ich jetzt mal 400 Euro angesetzt. Und Reinigung auch 400 Euro, wenn man jetzt rechnet, eine Person 3 Stunden die Woche, so eine Grundreinigung. Das muss man sich dann schon echt gut überlegen, Leute. Wenn du auf einmal 6.000 Euro Fixkosten zusätzlich hier ans Bein bindest. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze funktioniert. Du musst da einige Currywürste für verkaufen, dass sich das lohnt. Ne, hier? Und ja, ich bin gespannt, ob sich das irgendwie lohnt oder ob sich das zumindest selber trägt. Aber wir sind guter Dinge, ne? Ja, jetzt geht eigentlich alles hier seinen Weg. Das Einzige, was noch fehlt, ist jemand, der die Außenbeklebung macht. Also wenn ihr da jemand kennt oder selber eine Firma habt, die das hier vor Ort in Quickborn machen kann, also Hamburg und Umgebung, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Wir haben das jetzt hier soweit alles ganz gut entfernt. Die Scheiben sollen halt neu beklebt werden, die Schilder, auch das da vorne an der Straße. Und die Eröffnung wird dann stattfinden am 18.11. um 14 Uhr hier bei uns in der Max-Weber-Straße in Quickborn. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Ich freue mich, möglichst viele von euch auch da zu treffen. Und das habe ich jetzt in diesem Video nicht gezeigt, aber wir sind ja auch schon ordentlich am Rumprobieren, was die Rezepte betrifft und so weiter. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es wird auf jeden Fall die beste Currywurst, die ich hier in weitem Umkreis bisher gegessen habe. Also nächsten Samstag 14 Uhr hier bei uns vor Ort. Ich freue mich, euch zu sehen. Folgt gerne auch dem Insta-Kanal von der Frittentheke. Da werdet ihr über alles weiter auf dem Laufenden gehalten. Vielen Dank euch fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.